Moin, meine Lieben! Ich erzähle euch jetzt mal was. Damals gab es draußen in der Flensburger Förde die berühmt-berüchtigte Tonne 8. Ja, das ist die gleich in der Tonne 7. Da wärt ihr selbstständig so gar nicht drauf gekommen, ne? Ich weiß. Aber ich helfe euch hier. Ich bin ja nett. Ja. Und am Mittwoch fahre ich mal mit dem Kutter Kurdi raus zu Tonne 8. Wir werden da nicht gegangen. Das wird etappenweise gehen. Es ist ja eine Mission. Eine Mission, zu Tonne 8 zu fahren. Wir werden vielleicht bis 1 kommen. Oder 2. Mal sehen. Und wir werden wieder viel erleben auf See. Wir werden da rausfahren und Geschichten erzählen. Einfach mal Geschichten erzählen. Von der See. Von was man so erlebt, von zu Hause, von Meckern, von 12. Aber diesmal in einem Fischkuttersteuerhaus. Tonne 8. Tonne 8 hat einen ganz besonderen Ruf. Denn in einer stürmischen Nacht bei Tonne 8 hat schon mal ein Geisterschiff festgemacht. Und man sagt, es soll doch spuken. Ich meine, da kann auch bei sich an einer spuken, aber es ist so, wie man das erzählt. Aber ich persönlich habe mir diese Mission angenommen. Und der Kutter Kurdi fährt mit mir jetzt dahin. Und wir werden live mit dem Video dabei sein. Am Mittwoch geht's los. Ich bin schon mal gespannt. Ich lasse den Funk an, ich lasse die Maschine laufen. Und ich bin gespannt, was das wird. Es werden nur die Mutigsten für diese Mission gebraucht. Also ich fahre alleine, das ist ja wohl klar. Je mehr Leute an Bord, desto mehr Chance und springen er vor Angst über Bord. Ja, es können einen Turbomöwen überholen. Oder man kann auf eine Flaschenpost fahren. Und eine Muschelbank kann auch im Weg stehen. Es ist gefährlich. Es ist einfach nur gefährlich. Man muss da wirklich, wirklich, wirklich konzentriert dahin fahren. Und natürlich ein paar Geschichten erzählen. Das ist natürlich logisch. Aber natürlich sind diese Geschichten ja alle wahr, die ich erzähle. Das ist ja nicht so, dass das hier irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt wird. Nee. Jede Falte in meinem Gesicht ist schwer erkämpft. Ja, ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Also bis dahin, nur die Mutigsten fahren mit mir mit. Tschüss. Rock'n'Roll. Pass auf euch auf.